Hallo zusammen, heute beschäftigen wir uns mit den sozial-emotionalen Kompetenzen. Was versteht man unter emotionalen Kompetenzen und was sind soziale Kompetenzen? Und wie kommt es zu dem Begriff der Zusammenfassung von den sozial-emotionalen Kompetenzen? Wir starten direkt in das heutige Thema und ich wünsche dir ganz viel Spaß. Los geht's! Soziale und emotionale Kompetenzen sind eng miteinander verknüpft. Sie beeinflussen die Qualität unserer Beziehungen. Kinder durchlaufen die wichtigsten Schritte ihrer sozialen und ihrer emotionalen Entwicklung bereits in der frühen Kindheit. Was versteht man unter emotionalen Kompetenzen? Als emotionale Kompetenz wird die Fähigkeit verstanden, eigene Gefühle wahrzunehmen, zu verstehen und diese auf verschiedene Weise auszudrücken. Auch gehört es dazu, sie zu regulieren und mit ihnen umgehen zu können. Die emotionalen Kompetenzen umfassen folgende Fähigkeiten. Der Umgang mit Emotionen. Hierunter fällt das Erkennen und Benennen von Gefühlen, wie zum Beispiel, ich sehe, du bist glücklich oder ich bin traurig. Ebenso gehört das Wissen und ein Verständnis über Gefühle dazu. Das Bewusstsein, dass Gefühle sich verändern können. Die Emotionsregulation ist ein weiterer Punkt. Es geht darum, wie ein Kind seine Gefühle regulieren kann. Kann es sich bei Aufregungen schnell wieder beruhigen? Oder braucht es kurz seine Zeit, seine Emotionen zu regulieren? In dem Zusammenhang steht eng verbunden die Frustrationstoleranz. Besitzt das Kind eine niedrige oder eine hohe Frustrationstoleranz? Wie geht das Kind mit Frust oder Rückschlägen um? Und gibt es Möglichkeiten, die Frustrationstoleranz zu erhöhen? Und Gefühle lassen sich nicht nur über Körpersignale nonverbal ausdrücken, sondern das Kind lernt, über Gefühle zu sprechen, diese auch angemessen in den Kontext mit einzubringen, sei es situationsbedingt im Alltag oder durch anschauliche Bilder in Bilderbüchern. Kinder versuchen, Zusammenhänge und auch Ursachen der Gefühle zu erkennen und verbal auszudrücken. Die Empathie. Die Empathie bezeichnet das Einfühlungsvermögen und die Fähigkeit, sich in andere Personen hineinzuversetzen. Das Kind lernt unter anderem, anderen Trost zu bieten, wenn sie sich schlecht fühlen oder traurig sind. Dabei erkennen sie den Gesichtsausdruck anderer, können diesen auch einordnen und sich angemessen verhalten. Ihre Rücksichtsnahme können sie beispielsweise durch ein Streicheln äußern. Was versteht man unter sozialen Kompetenzen? Als soziale Kompetenz bezeichnet man die Fähigkeit im Umgang mit anderen Menschen. Ziel ist es, in der Interaktion mit anderen eigene Wünsche und Bedürfnisse zum Ausdruck zu bringen. In der Kooperation mit anderen gehört es aber auch immer dazu, mich in die Rolle anderer hineinversetzen zu können und die Bedürfnisse und Wünsche im eigenen Handeln zu berücksichtigen. Folgende Fähigkeiten werden umfasst. Die Kommunikations- und Kooperationsfähigkeit. Dazu gehört die Kontaktaufnahme und das Knüpfen neuer Beziehungen. Zentrales Ziel ist, sich in eine Gruppe einzuordnen, in Austausch mit anderen zu treten und gegebenenfalls andere zu beeinflussen. Außerdem gehört dazu die Unterstützung und Hilfe bei gemeinsamen Aufgabenbewältigungen. Handlungen werden gemeinsam geplant und abgesprochen, sowie werden Ziele miteinander vereinbart. Die verbale Auseinandersetzung nimmt daher eine hohe Position ein. Damit dies gelingt, muss ich mich in andere hineinversetzen können. Hier sind wir wieder auch schon an dem Punkt angelangt, mich in die emotionale Perspektive des anderen zu begeben, um ihn zu verstehen, damit Wünsche und Bedürfnisse gleichermaßen erfüllt werden können. Die Konfliktfähigkeit. Die Konfliktfähigkeit beinhaltet, Konflikte zu erkennen und zuzulassen, mit der Konkurrenz umgehen zu können, sowie auch nachgeben und Kompromisse mit anderen schließen können. Die Toleranz und Rücksichtsnahme. Wichtig ist es, Bedürfnisse anderer zu tolerieren und zu respektieren. Außerdem zählt dazu, Regeln im Umgang miteinander aufstellen zu können, Rücksicht anderer Werte entgegenzubringen, sowie unterschiedliche Meinungen oder Einstellungen zu akzeptieren, ohne andere zu verletzen oder zu beleidigen.
Wie zu erkennen ist, gibt es viele Schnittpunkte beider Kompetenzbereiche. Emotionale Kompetenzen umfassen sowohl unsere eigenen Gefühle als auch das Verständnis und die Gefühle unserer Mitmenschen. Dort, wo Menschen zusammentreffen, benötigen wir also immer unsere sozialen Kompetenzen, die zugleich eng mit unseren inneren Emotionen verknüpft sind, den sogenannten emotionalen Kompetenzen. Daher sprechen wir von dem einheitlichen Begriff der sozialen emotionalen Kompetenzen, welche Fähigkeiten für unsere Entwicklung zu einem gesunden und glücklichen Menschen Voraussetzung sind. Das war nun ein kurzer Einblick in die sozial-emotionalen Kompetenzen. Wenn du Interesse hast an weiteren Themen, dann schau gerne in die Playlist weiterer Videos. Sonst sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann!